Ich glaube, es braucht Offenheit, Kreativität und Leidenschaft für die Sache. Ambitioniert denken und ambitioniert handeln. Ich höre ja immer wieder, dass Stiftungen risikobereiter sein sollen. Aber Risikobereitschaft brauchst du auch erst, wenn du wirklich ambitioniert bist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es daran ein bisschen mangelt. Dass wir zu schnell zufrieden sind. Dass wir zu schnell sagen, ist doch auch gut, reicht doch. Ambitionen formulieren. Und zwar strukturiert, analytisch und mit Lust darauf, wirklich was zu verändern. Das ist für mich ein Future Skill. Now, I think rather than skills, I'd like to suggest a couple of characteristics that I think are really important for people in philanthropy today and tomorrow. I think people in philanthropy need to be courageous, they need to be creative, they need to be compassionate and they need to be humble. Ich glaube, die Arbeit in Stiftungen macht vor allem aus, dass die Menschen, die dort tätig sind, wertegetrieben sind. Also, dass die Mitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen wirklich auch die Werte der Stiftung teilen. Man kann es ganz platt sagen, also den Satzungszweck verinnerlicht haben und am Ende des Tages für die Zukunft auch sich sehr gut selbst organisieren können. Wir leben in einer Welt voller Veränderungen. Die Dinge sind viel schwerer vorausplanbar als beispielsweise vor 10, 20 Jahren. Daher ist es meine Meinung, dass wir viel stärker agil arbeiten sollten. Dazu zählt für mich eine ganz gehörige Portion an Offenheit und Mut, Neues auszuprobieren. Auch zu reflektieren und aus Fehlern zu lernen und diese eigentlich nicht nur als etwas Schädliches zu sehen, sondern eigentlich als Geschenk, Dinge nochmal anders zu betrachten und Dinge auch dann nochmal anders anzupassen. Zum einen, denke ich, ist es die Fähigkeit, sich einfach selbst immer zu hinterfragen und darüber nachzudenken, wie und wann kann man sich obsolet machen. Also die Idee, die dahinter liegt, im Endeffekt ist, eigentlich wollen wir alle in einer Gesellschaft leben, wo Menschen nicht so reich werden können, dass es Stiftungen in dieser großen Form des Philanthrokapitalismus überhaupt gibt. Und diese Fähigkeit zu haben, in diesem Sektor zu arbeiten, ohne zu bequem zu werden und sich quasi immer zu hinterfragen und zu sagen, okay, was kann ich wirklich tun, damit eventuell in 30, 50 Jahren es diese Stiftung, den Sektor, so in dieser Form nicht mehr geben kann.